Oje, oje. Tja, Hobbit, wer sich an meinen Mario ranmacht hier. Maximale Eskalationsstufe direkt am ersten Tag, ey. Das ist echt so, ey. Ich habe eine Stunde gewürfelt, um ein Ehepaar rauszumachen. Aber weißt du was? Sehen wir das Gute daran. Vielleicht wird's ja ein Ding zu dritt. Ne, Hobbit? Ich meine, eine Weile lang geht das schon irgendwie. Wir können es doch arrangieren. Der Mario muss doch da nicht leiden und du auch nicht. Wir einigen uns da schon. Oh je. Oh Gott, ey. Da ist er wieder hier. Richtig unterhaltsam, es läuft. Ich hab grad Tränchen in den Augen. Kaum lebt der Mario in der Gruppe und schwupps. Ja, Hobbit, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir machen das Beste draus. Mario, der schwere Hüter. Oh Mann. Deswegen wird Mario auch zu Hause angekettet. Ja, so sieht's aus. Er erzählt zwar immer, dass ich angekettet werde, aber andersrum wird ein Schuh draus. Gleich am ersten Tag Affäre. Hab ich dir nicht gereicht? Ehekrise. Aber ja? Sehen wir es doch mal so: alterstechnisch macht das kaum einen Unterschied. Das ist super. Gleiche Liga, circa. Gott. Dieses Spiel, ey. WTF. Ach, wunderbar. Es ist. Weiß ich nicht. Es ist wieder so typisch. So typisch wie dieses Spiel. Und deswegen mag ich das Spiel so. Weil du da Affären hast, ja, ich verstehe ja, schon. Die ich sonst nicht haben kann. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Ich habe sonst nichts zu lachen hier im Leben. Jeder hat so sein zweites Ich, ne? Echte Liebe gibt's nur unter Männern. Manchmal schon. Ja, Robert ist kein Mann. Nee, das stimmt. Aber es ging ja gerade noch darum, dass Clemens noch mit irgendwem zusammenkommt. Keine Ahnung. Leute, ey. Tja, also ihr Lieben, wer jetzt eingeschaltet hat, ne, kurze Info, das hier ist ein neuer RimWorld-Spielstand, RimWorld 1.0. Mario hat sich dazu entschieden, dass sowohl er als auch ich Charaktere in der Kolonie sind und er hat natürlich jetzt den Vogel abgeschossen. Er ist zwar mit mir verheiratet, hat aber sofort eine Affäre mit Hobbit. Am ersten Tag. Was soll man dazu sagen? So, Jenny muss noch... Wer kocht denn so eigentlich? Anni muss kochen. Scheiße, oh Gott. Nee, Anni darf nicht kochen. Wer weiß, was er mir ins Essen mixt, ey. So. Hand? Nee, warte mal. Quatsch. Jagen und... Sekunde. Jagen ist Prio 1 und... kurz bauen... Moderne Single-Börse, auf jeden Fall. Oh je. Ich hab wirklich mit allem gerechnet, dass irgendeiner von uns drauf geht oder sonstiges, weißt du? Direkt gleich ziemlich zum Anfang und dann sowas. Ich habe eine Stunde gewürfelt. Hast du gut gewürfelt? Ich hätte doch drei Männer noch dazu nehmen sollen. Mann, ey. Aber echt. Ja. Ich guck mir das an. Du hast nichts gemacht. Das sagen sie alle. Das hast du bestimmt zu Mario auch gesagt. Ach komm, wir haben nichts gemacht. Musst du deiner Frau nicht sagen. Da ist gar nichts passiert. Es war doch dunkel. Das Licht war doch aus. Gott, oh Gott. Läuft dir gleich der Schweiß von der Stirn, ne? Ja, das schlimmstmögliche Ergebnis. Gut, ich meine, es ist bisher nur eine Affäre. Ja, das muss man auch dazu sagen, es hätte auch schlimmer kommen können. Man hätte auch gleich die Scheidung einreichen können. Das geht auch. Dass man sich gleich trennt. Ich meine, es kann durchaus sein, dass das noch kommt, falls Hobbit nicht vorher irgendwie stirbt oder so. Durch einen komischen Zufall.
Freunde, wir haben auch niemanden, der hier Handwerk vernünftig kann. Scheiße, ey, das ist richtig kacke. Leute, das ist hier. Wenn die Betten so dicht nebeneinander stehen, kann das im Dunkeln schon mal passieren. Die haben ja noch nicht mal überhaupt irgendwie geschlafen. Die sind angekommen und sofort eskaliert. Oh, herrlich. Deine komischen Zufälle lass mal schön in der Tasche, ey. Es ist wirklich, es gibt Dinge. Naja, Hobbit. Ja. Ich merke mir das. Also ich teile ja gerne. Aber so? Das muss ich mir überlegen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja genau, Deliane. Vor allem Mario war beim Steine abkloppen und Hobbit ganz woanders und dann ist es passiert. Hallo, Sexting. Kennen wir doch alle. Ich nicht. Ich kenne sowas nicht. Ne? Also das reicht doch schon. Das würde ich als Fremdgehen interpretieren, wenn man mit irgendwem anders solche intimen Details austauscht. Hallo? Mario hätte die Dinge in der Tasche lassen sollen. Ja? Ja, hättest du. Hättest du mal bitte die Dinge in deiner Tasche gelassen. Ah, herrlich. Oh Mann, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll was das wird. Zu diesem Thema. Ach, Mario hat eine Affäre. Glückwunsch. Die Chinchillas nehmen auf jeden Fall jagen, um mal das Thema zu wechseln. Sehr gut. Oh, schön, ey. Das ist echt der total, Knaller hier. Total super. So, die komischen Wasserschweinchen lassen wir mal noch in Ruhe, weil die haben leider so ein 2% Dingens, dass die angreifen. Jenny, du darfst mal ganz kurz hier bauen. Ja, der ursprüngliche Plan war tatsächlich gewesen, dass ich einen Tribe starte mit Annie und mir und mit Clemens, Alex und dem Erik noch. Aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil irgendwie mehr Mädels am Start waren. Und jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das Malheur. Was soll ich dazu sagen? Finnick fragt, ob du den Spielstand weiterlaufen lässt, wenn du tot bist. Ja. Ja. Das ist der Plan. Es ist wirklich ein Hardcore-Spielstand. Sprich, wer stirbt, bleibt tot. Also wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann eine Reinkarnation in Form von irgendwas anderem, ne? Aber an sich, wer drauf geht, geht drauf. Geht Mario drauf? Ist das halt so? Gehe ich drauf? Ist das so? Sind wir beide irgendwann hinüber? Ist das auch so? Ne? Also man hat hier quasi nur ein Leben. Und wenn die Kolonie irgendwann ausgelöscht wird, dann ist es so. Das stimmt. Mario, denk doch nur an die Zukunft des Tribes. Wir brauchen so viele Nachfahren wie möglich. Ja, aber doch nicht am ersten Tag. man muss früh anfangen. Weißt du, gerade die Ehe geschlossen. Oh, guck mal, ach, da ist ja noch ein Hobbit. Herr Ruf da. Oh. Herrlich, ey. Oh. Ja, aber es hätte ja auch sein können, dass du zum Beispiel eine Affäre mit Wookie hast. Würde ich nie tun. Oder mit Hobbit. Ich und Affären... Hallo, ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin völlig sprachlos. Mario ist mal sprachlos. Das ist aber halt auch echt knall. Das ist wieder so typisch für das. Das ist so typisch für dieses Spiel. Ob man in dem Spielstand Kinder bekommen kann? Nee, ich glaube auch nicht. Nee, es gibt da keinen Mod. Also 1.0 ist ja noch so neu, da gibt es das noch nicht, aber... Trotzdem, das, ne? Also generell, Kinder kriegen ist ja generell nur über Mod möglich. Es geht ja nicht anders. Ist ja nicht im Spiel implementiert und hier bei dem Spielstand sind gar keine Mods aktiv derzeit. Weil es jetzt für die Version 1.0 noch nicht so viele Mods gibt. Mhm. Also es hieß zwar, es ist relativ gut kompatibel, allerdings müssen ein paar Sachen angepasst werden. Es sollte relativ schnell gehen, denke ich mal. Aber ansonsten hat sich vom Code her selber von Beta 19... Vom Code her von Beta 19 zu 1.0 nicht so viel geändert. Ah, was? Das klang komisch, Wookie. Was denn? Dass ich gesagt habe, ich habe damit keine Erfahrung mit Affären. Das glaubt. Nee, also eine Affäre hatte ich noch nie. Also wirklich nicht jetzt.
Nur mal fast, aber da war ich 17 oder 16, keine Ahnung. Nee, da war ich noch jünger. Hallo? Also das war ein Alter, da guckt man jetzt noch nicht auf die ewige Liebe und für immer der eine oder die eine oder wer auch immer. Hallo? Nein. Aber da war trotzdem nein. Also, gedanklich vielleicht. Aber wie gesagt, da war ich noch jung und unschuldig. Bisher sind schon 420 Mods aktiv. Für die 1.0. Ja, es waren heute Mittag, wo ich geguckt habe, 228. Also die werden schon relativ schnell geupdatet. Aber das Problem ist halt einfach, es reicht trotzdem nicht. Denn es sind so viele Mods, ne? Und einige haben schon Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt noch auf die Beta 19 aktualisiert zu werden. Von daher schauen wir mal. Tausend Jahre vor Mario, Tobi. Tausend Jahre davor. Noch zu Schulzeiten. Schule, mein Gott, das ist ja lange her. So, mal ein bisschen Licht hier machen. 24 Grad Innentemperatur ist in Ordnung. So, dann mache ich nochmal auch einen neuen Bogen in die Hand. Sehr schön. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn man den beiden, also Hobbit und mir, kein gemeinsames Bett zuweist? Was ist denn, wenn man trotzdem noch mit seinem Ehepartner zusammenschläft? Geht die Verbindung dann flöten? Das wird man sehen. Vielleicht wandelst du auch nachts oder nachts kommt Hobbit rüber und schmeißt dich aufs Bett. Aber guck mal, wir liegen noch nebeneinander. Na, das war nett. Ja, du hast mir auch noch gar nicht offiziell gesagt, dass ihr was miteinander am Laufen habt. Ja, du weißt es. Ach, ich weiß es. Na, weil hier, sie steht bei Sozial, minus 70 Punkte. Ne, Verhältnis. Aber du bist noch mit Hobbit befreundet. Guck mal, tiefgründiges Gespräch viermal und plaudern. Na, immerhin. So, was steht eigentlich bei mir bei Sozial? Ehefrau und Geliebte, ey. Alter, ey, dieses Spiel. Dieses Spiel. Wie du viel empfiehlt eine Paartherapie. Dann läuft doch was falsch. Wer weiß, vielleicht ist das aber auch so eine total offene Kolonie. Und auf einmal hat da jeder was irgendwie. Hätte ich auch nichts gegen. Am Laufen. Und dann gibt's halt keine Eifersucht, wer es glaubt. So, dann braucht der Rookie nur noch eine vernünftige Waffe und er braucht dann noch eine Waffe. Ich habe jetzt zwei Bögen hergestellt. Ach, Jenny braucht selber noch einen Bogen. Alles klar. Der Swinger Tribe auf jeden Fall. Oh Gott, ich bin völlig fertig. Ja, Glotzi, das gibt's da noch nicht. Ich weiß nicht, ob es demnächst mal auf MMOGA erscheinen wird, aber... Ja, gut, bei Steam ist es jetzt auch teurer geworden. Ne? Ja, was hat. Ich weiß gar nicht, was es jetzt kostet. Mal gucken. Hast du gelesen, was der Erik und der Alex geschrieben haben? Nee. Ein Glück waren die zwei beim Bohlen keine Frauen, sonst hättest du auch bei ihnen eingelocht. Na, aber hallo. Was ist denn los bei dir? Alles aber, für den Tribe. Aber guck mal, Erik hat ja schon lange Haare. Ist ja schon mal ein Anfang. Nee. Alles für den Tribe, ey. Oh Gott. Ich glaube, ich gehe nach Hause. 30 Euro bei Steam. Geht aber eigentlich. Dann ist gar nicht so sehr viel teurer geworden. Ja, 29,99. Und dann gibt es noch ein RimWorld Name in Game Pack. Was ist das denn? Ja, man kann quasi so ein DLC kaufen für 13 Euro. Da kannst du deinen eigenen Namen als Charakter im Spiel auftauchen lassen. Und zwar bei allen Spielern. Sehr lustig. Also bei weltweit allen Spielern. Ey, Zoss Gaming ist da voll am Start, ey. Witzig. Jo, irgendwas, was sich hier nicht wehrt. Ein Alpaka. Jenny ist gerade, glaube ich, jagen, oder? Nee, Jenny schläft noch. Wenn Wookie ist, der als erstes drauf geht, dann hat Mario den Plan, einen Harem aufzumachen. Oh Gott. Ich stelle mir das auch wirklich jetzt gerade so vor, Mario so als Pascha da, weißt du, so, er sitzt da 20.000 Mädels irgendwo, die da abhängen. Ja, weißt du Bescheid.
Raven, ja, stimmt. Sei doch froh, dass Mario eine Affäre mit einem Menschen hat. Da laufen ja auch ein paar sexy Tiere rum. BTF, Alter. Oh. Ach, dieses Spiel. Oh, Hilfe. Mhm. Hilfe. Dieses Spiel ist echt der Wahnsinn. Oh Mann. Sabrina verzichtet. Das kann ich mir vorstellen. Ah, Manuel. Oh je, das wird noch ein Ende nehmen hier. Ne, wobei, es gibt ja kein Ende hier. Es ist ja, ne, nur wenn der Tribe ausgelöscht wurde. Uiuiui. Gut, aber das Positive an der ganzen Sache ist, wir haben nämlich noch immer noch niemanden, der ja vernünftig craften kann. Jenny mit Skill 5 ist die einzige Person, die das irgendwie überhaupt halbwegs kann, ne? Ohne sich mit den zwei linken Pfoten irgendwie wegzusäbeln oder so. Ja, wenigstens, weißt du, wenigstens mit Hobbit. Bei Jenny hätte ich wahrscheinlich noch Ärger gekriegt mit den Eltern oder so. Na, mit Sicherheit. Die hätten auch gesagt, Mann, so einen alten Sack hast du dir geschnappt. Geht nicht. Ne? Also da wird es ja wirklich schon schwierig mit 16 und 42. Das wäre dann schon... Ist alles schon passiert, aber, ne? Jenny darf sich einen Jüngeren schnappen. Jenny ist dann ausgenommen. Also Volljährigkeit ist schon vorausgesetzt. Ja, Ingame zählt nicht. Wer weiß, ne? Wenn das hier Leute irgendwie hören, die den Stream nicht gucken, sondern nur hören, die denken ja sonst was. Ich weiß von nichts. Ich weiß auch nichts. So ein Bär scheut in der Tierwelt überhaupt keinen Vergleich. Man kann mit Bären prima kuscheln, denn so ein Bär ist herrlich weich. Wer es einmal ausprobiert hat, will immer mehr. Ich habe 3 Haare auf der Brust. Ich bin ein Bär. Oh. Lol. Ohne Worte. So, die Chinchillas werden alle gejagt. Sehr schön. Besuchergruppe. Okay. Besucher, hallo Besucher. Weil ich immer der Kunst kann. Sag mal. Oh Gott, ich bin gespannt, was da noch für Charaktere auftauchen, ganz ehrlich. So, ich muss jetzt nebenher mein Dark Souls Video bearbeiten. Ich bin mal kurz ruhig. Und muss mich erstmal mit der neuen Situation arrangieren, ne? Ich erst. Mann, Mann, Mann. Es hätte wirklich alles... Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. BTF. Mhm. Naja, mal gucken, in welche Richtung das geht. Ich schmiede schon Pläne, wie ich Nighty oder Mario töten kann. Nein. Nein. Das würde ich nicht machen. Nein, 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 nein. Du stiftest andere an. Vielleicht. Da muss man mal gucken. Machen doch die Hände nicht schmutzig, hä? So. So, Hobbit forscht schon mal fleißig. Wer hat denn Hobbit sonst noch für Skills? Eigentlich nur Forschung? Schneller lernen, als er will, ist eigentlich auch Medizin, ist auch okay. Ach shit, ich muss ja unbedingt noch ganz, ganz dringend Anbauzonen hier anlegen, sonst würde nix mit dem Anbauen. So und so und so. Töten, das nennt man doch tragischen, selbstverschuldeten Unfall mit Todesfolge. Der Mario ist aber auch ungeschickt, in dasselbe Messer 20 Mal reinzulaufen. Hm. Ja, ja. Ich weiß von nichts. Okay, so. Hier bauen wir Reis an. Reis. Mais.
Baumwolle, Heilwurzeln und Der Tod von Cäsar war auch ein Gruppending. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich habe die Pilze ja noch nicht erforscht. Schiete. Heilwurzeln, Reis, Mais. Nehmen wir Kartoffeln erstmal. Oder Rauchplatte. Also einen direkten Joint durchballern, ey, weißt du? Keine Maske. Das sorgt für Stimmungsboost und macht nicht so abhängig. Also durchaus möglich. Können wir auch vielleicht auch anpflanzen. Wir brauchen schon Kartoffeln. Hallo? Wir brauchen auf jeden Fall mal kurz gucken. So, ich wollte mein Video bearbeiten. Mhm. Okay, so ein Rauchblatt. Immer durch mit dem Zeug. Und Jenny hat wieder einen Chinchilla gejagt. Sehr schön. Allerdings muss man ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen mehr rauskriegen. Denn wir benötigen Essen. Und zwar tonnenweise von dem Zeug. So, Böden entfernen. Ich muss unbedingt später mal gucken, welche Mods denn schon aktualisiert wurden. Es gibt nämlich einige Mods, die ich auf jeden Fall gerne haben wollen würde. Die sind mir echt praktisch. Jo, das kann man entfernen, den ganzen Quark hier abreißen. Stahl können wir mal gebrauchen, sehr schön. So, okay, alles klar, läuft. Ah, hier sind wir zum Handeln. Wen haben wir denn überhaupt zum Handeln? Ich weiß gar nicht. Haben wir mit Sozialskills? Sozialkompetenz sozusagen? Rookie hat 5. Okay, Rookie mit 5 Punkten ist der Einzige, der handeln kann. Das ist natürlich scheiße. Jo. Können wir den Quark schon mal verkaufen? Hier, Wurfspeer und Kurzbogen braucht kein Mensch den Krempel, ne? Ansonsten kann man für uns nichts leisten. 240 Silber haben wir. Ist nicht viel. Okay, machen wir das so. So, Jenny muss aber trotzdem mal noch hier ein bisschen. Was macht ihr denn eigentlich gerade? Achso, immer noch den Chinchilla jagen. Die Kunde. Ich glaube, wir müssen mal kurz ein bisschen umdisponieren, wobei die schon gar nicht so schlecht sind, die Chinchillas. Die bringen echt einen Haufen Kohle. Also das Leder von denen bringt, glaube ich, so 5 oder 6 Gold, keine Ahnung. Gar nicht so wenig. Problem ist halt nur, Jenny ist halt auch fürs Handwerk zuständig. Das heißt, wir haben eh ein Problem. Jagen oder Handwerk. Und wir brauchen Handwerk auf jeden Fall ganz, ganz dringend. Steine herstellen, so ein Krempel, halt auch echt wichtig. Wenn wir erstmal hier so ein bisschen Gemüse angebaut haben, ist nicht mehr das Problem. Dann geht's auch so. Aber, komm, machen wir mal so. Wir brauchen noch einen Bogen. Oder 2, keine Ahnung. Aufgaben. 2. Sehr schön.